So, bin mal wieder mit der Gneisenau unterwegs. Es läuft nicht so gut, keine Ahnung. Wieso sage ich keine Ahnung? Es hat ja gerade erst angefangen. Haha, so. Nee, also bin ich schon ein paar Minuten gefahren, aber am Anfang ist erstmal gar nichts passiert hier. Aber wie man sieht, oben an der Zeit, über 2 Minuten sind schon vergangen. Nee, über 3 Minuten. Nee, über 2. So. Und ja, keine Ahnung. Wir sind hier auf einer Karte, die ich eigentlich sonst mag. Diese Karte ist so, egal ob von welcher Seite ich starte, ich fahre immer zu C. Das ist halt so eine Angewohnheit. Ich glaube, jeder hat so seine Karte, wo er zu bestimmten Punkten fährt. Und bei mir ist es halt immer C. Aber ich glaube, die fahren jetzt auch relativ schnell über C zu C rüber. Gneisenau ist so ein Solalastschiff für mich. Okay, es ist sehr schnell, klar. Es ist ja auch ein kleineres Schlachtschiff. Aber manche bezeichnen es auch als Schlachtkreuzer. Keine Ahnung, warum sie das tun. Denn es wird als Schlachtschiff ausgegeben und dann ist es halt auch nur mal ein Schlachtschiff. Und ich versuche jetzt eigentlich wirklich nur irgendwie zu überleben. In letzter Zeit, ich bin immer noch ein bisschen eingerostet. Ich spiele schon seit einer geraumen Zeit wieder. Geraume Zeit heißt bei mir eine Woche oder so. Aber ich merke, ein paar Sachen fehlen immer noch. Flugzeugträger habe ich jetzt aufgegeben. Es wird also erstmal nichts mehr mit Flugzeugträgern geben, denn da kriegt das nicht hin. Ne, ist mir auch zu nervig. Da fehlt einfach auch irgendwas. Zum Beispiel auch mehrere Staffeln gleichzeitig ja, zu bedienen, das war natürlich auch eine Herausforderung, wenn ich oft im Rudel geflogen bin, aber für viele andere war das natürlich auch das, was Dinge für die ausgemacht haben. Von daher ist das jetzt auch erstmal gestorben. Und viele beschweren sich, okay, beschweren tut sich immer jeder über irgendwas, ne? Also von daher, also so wild. So, ich habe schon mal einen Zitadelltreffer gemacht. Das ist ja mein toll. So, wenn ich jetzt noch diese Gneise noch versenken könnte. Aber das wird wohl nicht so einfach funktionieren. Ist immer, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass sie mit, okay, der ist weg, aber nicht durch mich, dass sie mit kaum Leben wirklich noch davon kommen. Gestern war irgendeine Geschichte mit einem Missouri. Und die Missouri echt mit 153 Lebenspunkten und der konnte nicht mehr Leben auffrischen. Das hat man gesehen, weil er die ganze Zeit so fuhr. Und der ist einfach so weit weggefahren und niemand ist hinterhergekommen, weil eigentlich nur noch 2 Schlachtschiffe übrig waren und ein Kreuzer, der gerade versucht hat, eine Basis zu holen, also Punkte zu holen. Das war vollkommen schräg, das war richtig schräg. Also, als ich das gesehen habe, und der hat überlebt, der hat überlebt, der hat dieses verkackte Match überlebt. Kaum zu glauben, aber wahr. So, jetzt wird es natürlich auch ein bisschen knifflig, ich treffe nichts. Nicht aus der Entfernung. York, ey, wenn ich, weißt du, ich gucke mir das so an und sehe dann so eine York und wie lange bin ich so eine York gefahren? Ich habe ja wirklich auch lange ohne Premium gespielt. Warum weiß ich nicht. Ich meine, das war jetzt nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht weil ich dachte, naja, wenn ich mal 2 Tage nicht reingucke oder so, dann ist das ja auch alles weg dann. Und ich bin wirklich ewig die York gefahren. 3 Monate oder so. Gut, ich habe jetzt natürlich von allen Nationen, allen möglichen Schiffe, auch immer im Slot dann, ne? Und klar, da kommt man auch nicht jeden Tag an diesem Schiff vorbei dann, aber hat schon ganz schön lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist jetzt eigentlich nicht viel los. Wir sind jetzt auch wieder an so einem Tag gelangt, wo mein Team meistens verliert. Bisher muss ich sagen, haben wir alle Matches verloren. Ich habe jetzt, das ist mein 6. oder so. Ja, und die haben wir alle verloren. Also, schöne Sache auf jeden Fall. So, ich werde mal ein bisschen langsamer hier. Ich will eigentlich irgendwas wegballern. Ich weiß, dass die Omaha ein bisschen schneller fährt. Fährt, glaube ich, schneller als ich vorgehalten habe. Nee, obwohl das kommt, das könnte gut funktionieren. Ja, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ist halt blöd, wenn man echt nur 6 Granaten abfeuert. Und die hängen da ganz gut. Gut, ich wurde jetzt entdeckt, schießt auf mich. Nee, jetzt werde ich beschossen. Trotzdem mal die York zu treffen. Ich will nicht wirklich wegfahren hier. Ich will natürlich aber auch nicht, weil wir nicht jetzt groß verteilt sind. Will ich auch nicht lange hier so in Feuerreichweite umkurven, bis nicht ein paar mitten weiter nach vorne gekommen sind. Problem gelöst. Jetzt könnte das gut funktionieren. Geil wäre natürlich, schaffe ich leider nicht so häufig, muss ich ehrlich zugeben, einen Zitadellentreffer auf ein Schlachtschiff. Ey, das ist wirklich. Was ist das denn? Da ist die Frage, wer ist jetzt hier schuld? Wer ist hier schuld? Wahrscheinlich ich. Denn ich habe ja auch nicht geguckt, wie ich hier fahre. Ja, ein Zitadellentreffer wäre eigentlich mal wieder was Tolles. Ich habe echt noch nicht viele gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ich nicht genau so achte, wo ich schieße. Obwohl das auch wieder falsch gesagt ist. Ich meine, ich versuche.
wie soll ich sagen, ich ziele nicht genau darauf hin, wo ich vermute, dass ein Zitadellentreffer durchgeführt werden könnte, sagen wir mal so. Ich versuche in erster Linie das Schiff zu treffen. Und wenn dabei ein Zitadellentreffer zustande kommt, dann ist das halt wirklich ja, Glück, sag ich mal so. Oder halt noch mehr Glück. Also, ich weiß, dass einige, ich merke das ja auch, wenn ich dann fahre und die schießen eine Salve. Und das fühlt sich so aimbotting-mäßig an, wenn die mich plötzlich dann mit Zitadellentreffer treffen. Dann schießt er nochmal und ich krieg noch einen Zitadellentreffer auf mein Schlachtschiff. Und ich denke mir, sag mal, der weiß ganz genau, wo er hinzielen muss oder benutzt echt einen Aimbot. Keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Oder er weiß ganz genau, er kennt jedes Schiff auswendig, hat da selber mit dran gebaut. Und weiß ganz genau, wo er hinschießen muss, um die Zitadelle zu treffen und natürlich auch, wie weit er vorhalten muss. Aber ich glaube, das waren einfach Zufälle dann. Das kommt, ist halt subjektiv, kommt mir halt dann so vor, dass ganz genau wussten und exakt berechnet haben, wo sie hinschießen müssen. Denn das kann man, glaube ich, gar nicht, weil die Granaten, man kann die Flugbahn nicht beeinflussen hier, ne? So. So, das wäre zum Beispiel zwei Abpraller, ne, ein Abpraller und zwei mal, wo die Granate einfach pulverisiert ist. Also zerschellt und überhaupt nichts geleistet hat hier. Gut, aber ich denke, er wird als nächstes verenden. Sieht ja auch, wie die alle fahren, wenn man auf die Minimap guckt. Ich werde gleich schon wieder gerammt, höchstwahrscheinlich, weil das, weil die alle hier kreuz und quer fahren. Keiner will sich treffen lassen, aber die fahren auch ein bisschen, naja, als hätten sie schon wieder die Unterhosen voll. Müssen sie gleich wechseln. Ich kann das immer schlecht nachvollziehen. Warum bestimmte Sachen auf diese Art und Weise oder jenes so und so gemacht wird. Also das ist dann teilweise echt nicht nachvollziehbar. Das war ein bisschen blöd jetzt. Gut, es ist ein Treffer, aber da hat schon einen versenkt. Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Gut, dann auch 6 Granaten. Hat man gerade fein gesehen. Da fliegt auch wieder irgendwas rum. Aber alle haben so ein bisschen die Hose voll. Und ich fahre ja... Ich habe nicht die Hose voll. Ich fahre nur im Kreis und versuche halt ein bisschen aufzupassen, was ich mache hier. Und, auch wieder nicht so. Ein Treffer. Ein Treffer bei 6 ist natürlich, bei 6 abgefeuerten Granaten ist natürlich echt nicht viel. Ich bleibe jetzt auch weiter auf dem Ziel, obwohl der andere näher ist, aber das ist etwas über einen Kilometer Unterschied. Das macht auch nichts, zumal der eine ja fast weg ist. Aber der Kollege vor mir kann nicht löschen, sehe ich gerade, weil der brennt so vor sich hin. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele Brände er hat, aber sieht relativ viel aus, weil davor hat er noch viel mehr Leben gehabt. Und der verliert richtig. Ich glaube, der hat mindestens zwei Brände drauf. Er kämpft tapfer weiter, aber ich glaube, für ihn sieht das echt schlecht aus. Solange wie der hier brennt, bei dem ist er schon alles durchgegrillt. Komm, lad nach, Mann. Lad nach. So, feuern. Jetzt hat sie ihn... Der ist weg. Der Typ neben mir ist weg. Und er hat hier noch 155 Leben. Echt jetzt? Und jetzt fahre ich auch noch gegen sein Wrack. Ich hätte gedacht, weil der so viel Leben hatte, dass er auf jeden Fall länger am Start bleibt als ich. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Okay, der hängt da auch fest. Da werde ich natürlich keine komplette Salve drauf feuern. Das wäre totale Verschwendung. Da müsste eine Granate, würde schon reichen. Doppelgeschütze ab. Fliegen sowieso zwei raus. Okay, ich meine. So, der senkt. Na gut, das habe ich mir gedacht. Das war jetzt auch wirklich keine Kunst. Jetzt ist es den hier wegzumachen. Aber der hat natürlich weitaus mehr Leben als ich. Da ist noch einer. Der Zerstörer ist noch da. So, ich muss jetzt halt mal meine Torpedos rausknallen, in der Hoffnung, dass auch was trifft. Ich benutze selten die Torpedos hier, einfach weil ich oft nicht dran denke, weil ich mir denke, ich fahre ja ein Schlachtschiff. Und ich habe die Idee, ich habe ja auch Torpedos, obwohl ich die unten natürlich das Symbol sehe, aber ich komme halt nicht auf den Trichter dann, ne? Wenn zwei reingehen, wäre super. Wenn einer reingeht, immerhin. Einer ist besser als keiner. Das schießt mich hier echt in Flammen, ne? Zwei Brände ist schon fatal. Fehlt da bloß noch ein dritter. Der schießt die ganze Zeit mit HE. Wieso schießt er mit HE? Okay, einer. Ich habe einmal getroffen, aber ohne leider Wassereinbruch zu verursachen. So, jetzt ballern schon die Sekundärgeschütze hier. Also. Da ich nicht mehr auffrischen kann, denke ich ehrlich gesagt nicht, dass ich den noch schaffe. Wäre toll, wenn ich noch einmal mit dem Torpedo nachlegen kann, aber ich glaube, das dauert noch. Das dauert. Jetzt.
Und jetzt mit drei Bränden. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich kann jetzt einfach nur versuchen, noch ein bisschen aufzuballern. Okay, jetzt habe ich nur noch einen Brand, aber ey, der braucht nur noch einmal husten und schon ist Feierabend hier. Jo! Das war's. Das war's gewesen. Gudi, ich mache natürlich noch eine Runde, aber ich wollte mal diese Tarnbemalung zeigen. Ist die geil oder was? Ich finde die richtig hübsch. Und was ich cool finde, ist, dass sie hier Leute haben, die auch für die Schiffe Bemalung designen können, also erstellen können und dafür auch eine Belohnung kriegen. Und manche sehen richtig fetzig aus, wie die hier zum Beispiel. Aber gut, hier, ich habe, ihr wisst, ihr kennt das Schiff. Ich fahre jetzt jedenfalls noch eine Runde. Ich wollte nur unbedingt mal das zeigen, weil es halt richtig fetzig aussieht. Also, ich habe sie gerade drauf gemacht und fand sie einfach super. Gut, machen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Ne? Bis gleich. So, let's fetz. Let's do it. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen was abgeht. Jetzt muss irgendwas Interessantes passieren, sonst lösche ich das Spiel. Ich lösche das Spiel. Und zwar lösche ich das Spiel dann, weil es mir nichts Interessantes bietet. Nein, mein Scherz. Liegt natürlich an mir dann. Aber ich könnte jetzt eine Rezension über die Gneise noch geben. Ehrlich gesagt, bin ich nicht imstande dazu, sowas zu machen. Ich habe Schiffe, mit denen kann ich gut. Ja, habe ich Schiffe, mit denen kann ich halt nicht so gut. Mit dem kann ich eher. Ist so ein Zwischending, ne? Ich habe so meine Momente, sage ich mal. Manchmal läuft es aber richtig mies und manchmal einfach hervorragend. Was ich natürlich cool finde, ist, dass es so schnell ist und dass Torpedos vorhanden sind. Obwohl ich mir manchmal denke, es wäre unnötig. Aber wenn du wirklich mit einem noch größeren Schlachtschiff im Gefecht bist, dann bist du natürlich froh, wenn du noch Torpedos hast. Und irgendwo, ich habe doch schon mal vor Monaten auch ein Gneisenau Video gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Nee, das stimmt gar nicht. Die Scharnhorst, die hat, glaube ich, auch Torpedos, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und da war das so. Da war der so nah und ich klinge die Torpedos raus und einfach 100 Meter gefehlt, ne? Zur Aktivierung. 100 Meter haben gefehlt. Ich glaube, bei 400 Meter habe ich die rausgeknallt. 500 Meter brauchen die, um aktiviert zu werden. Und das war natürlich schon ein bisschen blöd, ja, wenn einfach deine Torpedos durch das Schiff, also, ne? Durchzischen eigentlich gar keinen Effekt haben. So, hier ist schon wieder einiges am Start. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, seitdem die Neuerung mit den Flugzeugträgern sind, es sind häufig zwei Flugzeugträger auf jeder Seite. Ich glaube, die haben erzählt, die haben es schon gehabt mit, der will nicht auf mich, oder? Der kommt auf mich. Ja. Ich dachte echt noch, der geht drüber hinweg, weil der Flugzeugträger hinter mir ist, aber eigentlich ziemlich dumm. Warum ist er nicht auf dem Flugzeugträger? Wir haben doch nur einen. Also, whatever. Wo ich stehen geblieben? Ja, Leute haben erzählt, dass endlich mal nur zwei Flugzeugträger und ich denke mir, zwei Flugzeugträger ist doch recht viel. Aber die haben wohl Gefechte gehabt, da haben sie, und zweimal hintereinander sogar, vier Flugzeugträger gehabt. Habe ich noch nie gesehen, seitdem ich spiele und ich spiele seit 2015. Ne? Aber wenn die sagen, das war so, dann wird das so gewesen sein, weil andere das auch bestätigt haben. Fand ich interessant, vier Flugzeugträger und der meint wohl auf jeder Seite. Ja, offensichtlich, klar. Sonst wäre ihm das nicht so anstrengend vorgekommen. Guti. Ja, fahren wir mal ein bisschen hier und schießen. Müssen wir natürlich gut abschätzen, aber... Na, das könnte jetzt funktionieren hier. Ich weiß nicht, warum die den Namen geändert haben. Früher wurde das Ding Chapayev geschrieben, aber jetzt irgendwie nicht. Okay, ich weiß nur, dass es ziemlich schnell ist und ich offensichtlich... nichts geschafft hab hier. So, jetzt wieder. Komm. Da muss sitzen. Oh. Da ist ein Zerstörer. Ja, der ist mir schon aufgefallen. Nur, habe ich ihn nicht beachtet. So, jetzt muss ich sowieso erstmal nachladen. Le Terrible. Le Terrible. Ich weiß nicht, ob das schon Torpedos aufgeklingt hat und ob er das überhaupt kann. Kann sein, dass schon welche unterwegs sind. Ich sehe sie ja dann aber noch nicht. Erstmal feuern, in der Hoffnung, dass er... Ne, er dreht natürlich. Er ist ja auch nicht ganz blöd, ne? So, mir kommen keine Torpedos entgegen, deswegen gehe ich davon aus, dass er keine abgeschossen hat. Jedenfalls nicht auf mich. Ich würde gern mithelfen, den Typen hier platt zu machen. Er hat Probleme mit seinem Motor. Sieht, der Motor ist irgendwie hinüber. Kommt Feuer aus seinem Schornstein, ist immer ein guter Indikator, dass der Motor schwer beschädigt wurde, beziehungsweise also einfach nicht tauglich ist gerade. So.
Aber ich kann jetzt nicht allzu viel machen. Ich will mich auch nicht die ganze Zeit hier von der Chapayev dann in Flammen schießen lassen, weil ich glaube, das würde die auch schaffen und machen sollen, vor allem. Und von daher bleiben. Gut, ich glaube, die Le Terrible ist wieder fahrtüchtig und konnte den Torpedos ausweichen von unserem Flugzeugträger. Schon wieder Bomben. Meine Flak ist nicht so die geilste eigentlich. Ja, die US-Flaks sind natürlich immer am heftigsten. Ich habe auch früher nicht gerne US-Schiffe angegriffen, weil die einfach alles runtergeschossen haben und so. Aber ist cool. Ich meine, irgendeine Fähigkeit brauchen die ja auch, ne? So, den werde ich hier, glaube ich, nicht großartig treffen. So, da haben wir wieder Bomber. Ich weiß nicht, wo das gegnerische Schiff jetzt, was war das? Chapayev, wo der hin ist, der ist so weit weggefahren, dass er irgendwann außer Sichtweite war. Ich glaube, diesmal gehen die Bomber nicht auf mich. Könnte ich mir vorstellen. Da sind auch Jäger. Komm ich zurück? Oder geht er doch auf mich? Der geht schon wieder auf mich. Das glaubst du nicht, ne? Okay, also er geht schon wieder auf mich und wahrscheinlich kriege ich einen kleinen Brand. Aber dieses Flakfeuer sieht natürlich richtig geil aus. Jetzt mittlerweile sieht es richtig geil aus. Wow. Das sah richtig, das sah fetzig aus. Ich finde, die haben es gut gemacht, wie jetzt auch die Flugzeuge dann so abstürzen. Vorher war das ja nicht der Fall, da waren die einfach dann irgendwie in der Luft pulverisiert und fertig. So, der geht mir auf die Nerven hier. Der muss verschwinden. Ah. Oh! Oh, 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 oh. Pff, drei Zitadellentreffer auf ein Ziel! Ha. Ey, ist das geil oder was? Also, das habe ich auch nicht oft. Das ist wirklich selten, dass ich das habe. Drei Zitadellentreffer hintereinander auf ein Ziel und der fliegt vollkommen. Ja, aber gut gekämpft. Ich weiß nicht, ob eigentlich hat er nicht gut gekämpft. Das sage ich jetzt nur, weil ich mich gerade so freue, dass er weg ist. Aber gut, vielleicht hat er gut gekämpft. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt, ob er irgendwas versenkt hat oder so. Wird man ja dann spätestens sehen, wenn die Punkte rauskommen, ne? Aber das war schön. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Und wenn man jetzt den hier noch versenken könnte. Hier ist wieder alles voll mit irgendwelchen... Ah, komm, 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 komm. Ich glaube... Jetzt hat ihn einer. Okay, gut. Oh! Und hier will er sich noch rächen. Ja, ich kann gerade schlecht. Bitte nur einen. Okay, war ein Torpedo. Das ist alles noch im Rahmen des Überlebbaren. Wenn man immerhin noch ein bisschen Leben hat. Oh, schon wieder einer. Einfach weggeballert. Also jetzt ist hier ein bisschen was los. Am Anfang lief gar nichts hier, aber jetzt geht es ja doch richtig ab hier. Jetzt will er mit seinen Schlachtflugzeugen auf mich rauf. Ja. Das kann ich jetzt nicht löschen. Ich dachte, es wäre ein Brand, aber hat sich doch nicht zum Brand entwickelt, immerhin. Ich glaube, den Rest. Vielleicht schaffe ich jetzt noch ein paar Flugzeuge runter zum Ballern. Ja, recht schnell, ne? Ich glaube, das wird nichts. Ein Flugzeug noch, das hätte ja. Aber ich habe, glaube ich, relativ viel Schaden auf Flugzeugen gemacht. Ich meine, ich glaube so knapp 20, also 20.000 sind ja nicht so schlecht, oder? Ich kann das echt nicht so gut beurteilen. Das ist ja noch nicht so lange in Kraft hier in Kraft, ne? Aber also in manchen Runden habe ich 4.000, wenn überhaupt. Aber ich denke,
Über 15.000 ist schon ziemlich gut, also Schaden an Flugzeugen. So, jetzt versuchen wir mal den hier zu finden. Einfach mal drauf losfahren. Der ist natürlich richtig, richtig nervös, glaube ich. So, jetzt kommt hier Torpedo. Da ist er. Ja, komm. Schön. Ich muss aber auf die Torpedobombe achten. Ja. Kommt auch relativ nah. Wo hat er seine Jäger hier? Der soll die wegballern. Ey, komm, hör auf, Junge. Hör auf. Ich muss mal einen rausfeuern hier. Nicht so clever, wenn hier Torpedos kommen. Okay, gut. Auch noch überlebt. Ich meine, hier sind nicht mehr viele Gegner. Und er ist jetzt hier. Der muss auf jeden Fall weg. Was ich mich frage ist, macht der Zerstörer hier eigentlich noch was oder ist er eingeschlafen? Hat sie ihm die Latschen weggehauen oder? Oh. So, jetzt mal schnell wechseln, ich brauche eine andere Munition hier. Also bei der Entfernung hat er doch jetzt, ja, wollte gerade sagen, hat er auch seine Torpedos draußen. Aber das sind ja gar nicht seine. So Torpedos rausknallen und nicht hier die ganze Zeit irgendwie nur rumfuchteln. So probiere ich das jetzt hier nochmal. Es. Schwer zu sagen. Der müsste jetzt nur eine Ladung Torpedos rausknallen, dann hat er das Ding versenkt hier. Ist auch in Ordnung. Ich meine, ist halt ein Teamspiel. Ich bin da jetzt nicht mehr so, dass ich sage, das war meine. Versenkt ist versenkt und weißt du, ich habe schon Runden gehabt, da habe ich auch, weiß ich nicht, 300.000 Schaden gemacht. Ist für mich gut, für mich. Und alles war in Ordnung, ne? Hab auch nichts versenkt, aber 300.000 Schaden gemacht und das war schon in Ordnung. Okay, hat einen Brand drauf. Und, oh, versenkt durch. Versenkt. Versenkt durch den Brand und weil er dann halt noch Schaden erhalten hatte und der Brand hat dann nicht mehr viel Leben gehabt, ne? Hat dann den Rest verursacht. Ja, okay, cool. Dann suchen wir uns mal die nächsten Gegner hier. Sind ja nur noch drei. Und, was ist das denn jetzt? Sind die dumm oder was? Oh, dieses kleine Dummkind. Er will mich jetzt echt stressen hier. Der ist angepisst. Ich schwöre, der ist angepisst. Stillkiller. Stillkiller? Ach, Killsteel. Ich wollte schon sagen, der ist doch angepisst, weil er zu blöd war, das Ding zu versenken. Und erst wollte ich ihm, ohne Quatsch, ich wollte ihm eigentlich danken, dass er mitgeholfen hat und weil ich den dann versenkt habe und so. Ich meine, das ist ein Teamspiel, also... Echt so ein Idiot. Ey, das regt mich auf. Das ist doch total dumm. Ich habe noch nie einen beschossen, weil der mir irgendwas, wo ich lange raufgeballert habe, dann weggeballert hat. Ja, ich meine, ist halt so. Ich überlege doch mal bitte. Sagen wir mal, irgendwo bei den Seegefechten früher im Zweiten Weltkrieg oder so. Du glaubst ja nicht, dass da irgendeiner die Bismarck, nur als Beispiel, Bismarck und Tirpitz fahren und Bismarck schießt die ganze Zeit aufs Schiff, sagen wir auf die Hut und die Tirpitz feuert einmal und versenkt die. Du glaubst doch nicht, dass die Bismarck die Tirpitz abgeschossen hätte. Oder beschossen hätte, nur war mein Kill oder was, Alter. Er war so dumm. Ey, so ein Depp. Es gibt. Jemand meinte mal, ich glaube sogar hier, der meinte, es gibt hier keinen Killstil, weil das hier einfach nicht möglich ist. Ich lasse ihn noch nicht die ganze Zeit da rumfahren und noch mehr Flugzeuge rausschicken, ja, auch wenn er schon viele verloren hat. Was wäre denn passiert, wenn er den zufällig richtig getroffen hätte? Dann wäre er weg gewesen. Und er hätte sich wahrscheinlich beschwert, dass ich nicht drauf geschossen habe oder so. Ne? Irgend so eine Scheiße. Ja. Wenn der ist mit seinen Torpedos, dann kann ich da auch nichts für. Echt. Ey, und ich hätte ihn fast noch gedankt, dass er da hat mitgeholfen oder dass wir das zusammen gemacht haben. Ne? Gut, dass ich das nicht gemacht habe. So eine Pfeife. Rumzupupen, ja. Wirklich. Gut, egal. Weiter geht's. Muss man sich weiter da mit dem beschäftigen. So, da kommt auch gleich einer raus.
Gut, das sind ja nur noch die drei und die sind schon so gut wie kaputt. Das heißt, also der mit den meisten Leben, der ist ja der vordere und die anderen, die haben ja nichts mehr. Großartig. Ich meine, sie haben noch ein bisschen, aber das ist alles im Rahmen des Machbaren. So, jetzt hier einfach rauffeuern und dann ist das Lack doch fertig hier. Ich meine, wäre schön, wenn ich jetzt noch einen versenke. Ziel- und Treffer. Okay, er läuft, läuft. Ich habe mich auch gerade gefragt, ich habe das jetzt nicht erwähnt, aber was hat der Zerstörer, unser Zerstörer die ganze Zeit da jetzt unten noch gemacht? Ich kann mir vorstellen, was er gemacht hat. Da waren noch Flugzeuge. Ich glaube, der hat die Flugzeuge einfach abgeballert. Ich bin so lange rumgekurvt, bis seine Flak alles da hat. Naja, soll man machen. So, jetzt haben wir hier noch einen hier. Auch eine Gneisenau. Das muss ich ein bisschen mich verlangsamen. Aber ich glaube, der fährt so schnell, bis ich nachgeladen habe, ist er, glaube ich, nicht mehr gut in Reichweite. Ja, einmal könnte ich, glaube ich, noch. Komm schon, komm schon, komm schon! So, ich glaube, jetzt müsst ihr mich auch langsam auf den Weg machen hier. Was ich gerade sehe, ist, der Zerstörer kommt mir so nah. Würde mich nicht wundern, wenn die Pfeife gleich noch Torpedos auf mich schickt. Weil er so angepisst ist. Ey, was für ein Kind. Ja, da ist er. Und der fährt so komisch. Ey. Naja, egal. Soll er mal machen. Jetzt gibt es ja ein bisschen härtere Strafen auch, ne? Nicht mehr so ein Larifari wie davor immer. Ey, wenn er das echt macht, dann ist er wirklich. Dann ist er ein Stück Abfall. Menschlicher Müll. Aber ich glaube, das schafft er nicht mehr. Wenn der da jetzt versenkt wird, und dann wird aber gleich der Fall sein, dann haben wir auch gewonnen. Ja. Okay, haben wir Glück gehabt. Aber ich glaube, der hätte das gemacht. Dem hätte ich das zugetraut. So, gucken wir uns mal die Statistik an. Ist jetzt nicht der Hammer? Vielleicht kann man auch nicht mehr so viel Schaden machen. Ich meine, 40 Zitadellentreffer ist nicht wenig, ne? Und auch der Rest ist passabel, sag ich mal. Ist ganz ordentlich. Zweiter Platz, was will man mehr? Ist für mich in Ordnung. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Und den, siehst du da, ich hätte ihn ja noch... Er war ja nicht schlecht, aber ich lobe ihn trotzdem. Ich lobe ihn, ist egal. Ich lobe ihn trotzdem, trotz seiner Arschlochmäßigkeit. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn dann. Ciao, ciao.